Haben die Grünen das Abschalten verlernt? Im Juni 2011 diskutierten die Grünen auf einem Sonderparteitag kontrovers über ihre Haltung zur Atompolitik der schwarz-gelben Bundesregierung und dem Weiterbetrieb der AKW bis 2022. Am Ende wurde beschlossen, im Bundestag für Merkels Atomgesetz zu stimmen, weil damit die ältesten 8 Reaktoren stillgelegt wurden. Darüber hinaus wurde aber auch beschlossen, weiterhin alles daran zu setzen, das letzte Atomkraftwerk deutlich vor 2022 abzuschalten. Nur 2 Jahre später will die Parteispitze davon nichts mehr wissen. Im Leitantrag des Bundesvorstandes ist keine Rede mehr davon, die verbliebenen Atomkraftwerke deutlich schneller abzuschalten. Beschluss der außerordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz am 25. Juni 2011 in Berlin. Wir werden auch weiterhin mit aller Kraft dafür sorgen, dass das letzte Atomkraftwerk so bald wie möglich endgültig vom Netz geht. Und zwar deutlich vor dem vor der Bundesregierung geplanten Jahr 2022. Insofern ist unsere Zustimmung zur Änderung des Atomgesetzes als Zustimmung zum Ausstieg zu verstehen, nicht aber zu seinem Zeitplan. Es folgt dann der Leitantrag des Bundesvorstandes für die Bundesdelegiertenkonferenz am 26. bis 28. April, also jetzt hier diese Bundesdelegiertenkonferenz, müssen die noch verbliebenen Atomkraftwerke so sicher wie nur irgend möglich sein. Bei schweren Sicherheitsbedenken müssen AKW bereits früher vom Netz genommen werden und so der Atomausstieg beschleunigt werden. Du hast es in der Hand. Unzählige Grünen haben nach Fukushima gemeinsam mit uns für den Atomausstieg demonstriert, aber nur einen halben Ausstieg bekommen. Jetzt ist es an den Grünen, dafür zu sorgen, dass auch die neuen noch laufenden Reaktoren schneller als bisher geplant abgeschaltet werden. Der vorliegende Entwurf enthält bisher keine entsprechende Forderung. Und damit AKW wegen Sicherheitsbedenken vom Netz genommen werden können, müssen die entsprechenden Bestimmungen erst verschärft werden. Das kannst du heute korrigieren. Stimme bei den Änderungsanträgen zu WTB-E-01 für einen schnelleren Atom. Ja, das wendet sich wohl hier an die Delegierten der Grünen. Ja, hallo für die, die sich erst jetzt zugeschaltet haben. Wir berichten hier live vor dem Bundesparteitag der Grünen.
ausgestrahlt. Grüne zieht die Turnschuhe wieder an. Mehr Tempo beim Atomausstieg wird hier gefordert von ausgestrahlt. Ja, ich kann das gleich nochmal vorlesen. So in 5 Minuten lese ich das Flugblatt nochmal vor, damit die Leute dann auch wissen, worum es geht. Ich habe ja eigentlich so gegen 16 Uhr erst wieder angekündigt. Ja, so langsam kommen hier aber jetzt auch mehr und mehr Leute auch zum Stand. Nee, ist nicht ganz fett. Hallo? Hallo, du stehst genau vor.